1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Das ist unsere Nummer. Ihr Lieben, willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Wieder freie Themennacht heute Abend. Also, wer gerne mit mir sprechen möchte, bitte diese Nummer hier wählen. 0800 220 50 50. Kostenfrei für euch natürlich. Oder mailt uns domian@wdr.de und schreibt unbedingt in eure Mail auch eure Telefonnummer mit rein. Mein erster Anruf heute Nacht heißt Kurt. Und Kurt ist 37. Hallo Kurt. Hallo Domian. Hallo Kurt. Um was geht's bei dir? Ich habe großen Mist gebaut, und zwar habe ich, wie ich im Nachhinein erfahren habe, einer Minderjährigen Aktbilder von mir geschickt. Wie alt ist denn die Minderjährige? Erfahren habe ich per SMS durch eine Bekannte, dass sie 17 ist. Na, das ist ja nicht immer so minderjährig. Laut Gesetz anscheinend schon, weil ich habe eine Anzeige bekommen und muss jetzt am Donnerstag zur Anhörung vorreiten. Aber der Reihe nach, erzähl das mal. Jo, Also du bist, was hab ich gesagt, 37 bist du? Ja. Du hast das Mädel kennengelernt, wie? Eigentlich so nicht kennengelernt. Man kennt sich vom Sehen, das ist die Tochter von dem Wirt. Ja, bei dem du verkehrst? Gelegentlich, ja, ja. Je nach Schicht. Ja. Und daher kennt man sich vom Sehen her. Sie hat mich dann angeschrieben bei dieser Webseite, wer kennt wen. Mhm. Und wusste erstmal gar nicht, wer sie ist, weil das Bild dann doch anders aussah, ja. Wie sie selber. Ja. Und dann bin ich dann auf die Richtung gekommen, okay, alles klar, weil sie dann gesagt hat, sie ist die Tochter von Wirt. Aha. Ja, und dann haben wir hin und her geschrieben, so ganz normales, banales Zeug. Und ja, dann habe ich sie für ihren Gothic-Fable im Prinzip da ein bisschen angesprochen. Und dann sind wir auf meinen Fetisch gekommen, weil ich gerne Nylons tragen tue. Du trägst gerne Nylons? Ja. Du persönlich, oder hast das gerne, wenn Frauen das tragen? Bitte, nee, sowohl als auch. Also lieber was natürlich, die Frau wird es anziehen. Ach so. Also, wir halten fest, du trägst gerne Nylons, aber noch lieber hast du es, wenn deine Freundinnen Nylons tragen. Ja. Nylons heißt Nylonstrümpfe, irgendwie ein bisschen schick. Halterlose, das kann eigentlich fast egal sein. Strapse, also, können wir auch sagen. Genau. Ja, gut. Und war sie erst erstaunt. Ne? Ja. Hat sie gesagt, nee, hat sie noch nicht gesehen, tät sie aber gern mal unbedingt sehen. Hatte die da, habe ich gerade nicht verstanden, persönlichen Kontakt oder per Chat? Das hat sie dann per Chat geschrieben. Per Chat, also ihr habt nicht persönlich gesprochen und auch nicht telefoniert. Nee. Mhm. Würde sie gerne mal sehen, wie du in Nylons aussiehst. Richtig. Würde ich auch gerne mal sehen. Okay. Und dann habe ich aber gleich vorgegangen, dass ich halt noch sehr eindeutige Bilder von mir habe. Also man sieht alles und man sieht noch die Strapse. Genau. Das heißt, du bist nackig und du plus ganz Strapse genau. Dann. Ja. Mhm. In normalem Zustand oder in irrigiertem Zustand? In irrigiertem Zustand. Muss ja auch nicht sein. Nee. Man kann da auch mal ein Foto machen, so ganz normal. Hab ich auch. Was hast du ihr geschickt? Das mit dem Erregierten. Ja, warum? Pff, du dachtest, das kommt gut, oder wie? Ja, ich habe mir so nichts dabei gedacht. Ja. Ich glaube, in der Nacht habe ich gar nichts gedacht. Ja, so, dann hast du es ihr geschickt. Wie ging es dann weiter? So, dann kam gleich im Prinzip die Nachricht, boah, sieht geil aus und du trägst ja auch ein Intim-Piercing. Mhm. Sieht ja auch heiß aus. Mhm. Ja, und einen Tag später gehe ich wieder rein ins WKW. Mhm. Also das war also der Abend war dann im Prinzip beendet, fertig. Jeder offline gegangen. Nochmal eine Zwischenfrage. Als ihr da miteinander gechattet habt, war euch beiden dann klar, wer ihr seid? Hast du gesagt, dass du sie eigentlich dann mehr oder weniger auch kennst durch den Vater und kannte ja, sie ja, dich? Klar. Ja, ja, das ja. Also, ich habe ja bei Wer kennt wen habe ich ja auch ein Profilbild drin. Ach, bei Wer kennt wen? Ich habe es gerade verstanden. Ja, okay. Wo man eindeutig mein Bild sieht. Alles klar. Mhm. So, und dann? Bedingt durch die E-Mail-Adresse, die halt auch meinen Namen trägt. Verstehe. Ne, wusste natürlich gleich, was Sache ist so. Und wer das ist. Wie ist es jetzt eskaliert? Ich denke mal, dass er die Bilder entdeckt hat. Vermutlich werden er seine Gäste bedient in der Zeit öfters mal am Computer rum und muss es dann wohl entdeckt haben. Dann muss er aber irgendwie in den Account von seiner Tochter gegangen sein, oder wie? In die E-Mails, wo die Bilder drin waren, die gab es separat. Geschickt. Das ging dann nicht über diese Webseite. Die hast du zu ihrer E-Mail-Adresse geschickt?
Richtig, die hatte ich dann von ihr bekommen, weil sie das ja unbedingt sehen. So, das heißt, dann muss der Vater in der private E-Mail-Adresse von der Tochter rumgeschnüffelt haben. Wahrscheinlich. Ja, so, und dann? Und da hat er mich drauf angeschrieben, ne, dass ich das dass ich das unterlassen soll, seiner Tochter solche Bilder zu schicken. Mhm. Ich bin okay, kein Problem. Ja. Mhm. Ja, das war bloß wegen den Nylons, das hat ihn aber wirklich gar nicht interessiert, ja. Weil er halt meinen irrigierten Penis da gesehen hat. Und ja, dann habe ich gedacht, jetzt tu schon mal ein paar Tage Zeit verstreichen lassen, ja. Versuchte mit ihm zu reden, habe dann angerufen erst einmal, ja. Und hat er meine Stimme gehört und hat gleich wieder aufgelegt. Mhm. Und dann habe ich dann in der Woche, wo Ostern war, morgens früh, im Briefkasten das Schreiben von der Kripo bekommen, ich muss zur Anhörung. Und was genau, um was soll es in der Anhörung gehen? Was wirft man dir vor oder schreibt man das noch nicht in eine Anhörung doch, rein? Doch, das steht drin. Ich bin als Beschuldigter werde ich vernommen zu der Sache Verteilung pornografischer Schriften oder so ähnlich, heißt es. Hm. An Jugendliche. War dir klar, dass sie erst 17 ist, als du das geschickt hast? Nein. Ich wusste gar nicht von ihrem Alter. Du hast äußerlich sehen. Die meisten 17-Jährigen heute ja schon viel älter aus. Darum geht es mir nicht. Ja. Ich bin wirklich etwas baff, dass das irgendwie strafrechtlich belangt werden kann, wenn man einer 17-jährigen Person so etwas schickt, weil so nach meinem Rechtswissen man ab 16 Jahren relativ autonom in Sachen Sexualität agieren kann. Auch mit einem älteren Menschen, mit einem Erwachseneren. Ab 16 Jahre, vorher nicht. Darüber müssen wir gar nicht reden, aber ab 16. Wundert mich jetzt. Aber irgendwas scheint dran zu sein, sonst hätte die Polizei dich da nicht... Vielleicht ist es ein Strafrechtsbestand, wenn du einem Menschen zwischen 16, also unter 18 Jahren, ein pornografisches Bild schickst. Das kann natürlich sein, ja. 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 So, und nun? Nun haben wir den Salat. Ja, der ist mega heftig. Mhm. Wie willst du dich verhalten in dieser Anhörung? Das ist genau das, was ich nicht weiß, weil ich kann mit Anwälten oder versucht, habe ich Kontakt aufgenommen, ja. Habe mehrere angerufen, weil ich mich darüber informieren wollte, aber da ich keine Rechtsschutzversicherung habe und die alle bar Cash im Prinzip haben wollen und das nicht gerade wenig, nichts habe im Prinzip, ja. Dann konnte ich dieses Geld natürlich nicht investieren für ein Beratungsgespräch von 500, 600 Euro, was sie wollten. Nun bin ich ja kein Jurist, das weißt du. Ja, klar. Aber vielleicht können wir mal was machen, weil dieser Fall, den finde ich auch kurios und ungewöhnlich. Also ich hätte das nicht so eingeschätzt. Vielleicht könnte uns während der Sendung, wir haben ja noch eine ganze Menge Zeit jetzt, ein Jurist anrufen und uns mal aufklären, wie die Rechtslage ist und auch vielleicht, wie du dich verhalten solltest. Ja, das wäre mir ganz wichtig. Ganz so das fände ich auch sehr interessant. Also ihr lieben Juristen draußen, ihr habt ja den Fall jetzt gehört. Was ist da los? Macht man sich da wirklich strafbar, wenn man einer 17-jährigen Person ein schmuddeliges Foto von sich selbst schickt? Und wie muss man sich dann verhalten, wenn man dann Ärger mit der Polizei bekommt? Ne? Das sind die Fragen. Und hinzu kommt auch noch, dass du nicht wusstest, dass sie erst 17 ist. Nun, das hättest du ja fragen können. Ja, hätte ich. Du hättest das fragen können und ich meine, da liegt natürlich auch dein gravierender Fehler. Wie kannst du denn bei so einem Erstkontakt gleich so ein Schweinefoto von dir rausschicken? Das ist natürlich auch äußerst doof, ne? Ja, richtig. Wirklich. Ja. Das solltest du auch wissen. Das weiß ich ja gar nicht. Ja. Also, die Fragestellung ist klar, ihr Lieben. Wer Ahnung davon hat, und meldet euch bitte bei uns unter 0800 220 5050. Wenn ihr nicht durchkommt, bitte mailt ganz schnell plus eure Telefonnummer. Und dann rufen die Kollegen gleich zurück und wir können das hier hoffentlich vielleicht noch im Laufe der Sendung klären. Das würde mich sehr freuen. So machen wir es, Gold. Und du bleibst einfach dabei und hörst, wer anruft und wer... Kann ich leider nicht. Kannst du nicht? Nee, ich bin doch auf Arbeit und da gibt es kein Radio, wo ich euch empfangen kann, Fernseher oder so nicht. Okay, dann werden wir dich nachträglich, vielleicht morgen informieren, okay? Okay, ich könnte Ihnen auch im Hintergrund vielleicht meine E-Mail-Adresse geben. Pass mal auf, wir machen es mal so. Meine Kollegen rufen dich gleich nochmal an und dann kannst du denen die E-Mail-Adresse geben, okay? Alles klar, super. Okay, Kurt, danke dir. Julian, alles Gute. Ich hab zu danken. Ja, ich hoffe, dass wir dir vielleicht ein bisschen weiterhelfen können. Alles Gute. Oh, das wäre super. Ja, tschüss. Eine ruhige Nacht noch. Ja, tschüss. Danke, tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer. E-Mail-Adresse domian@wdr.de und hier ist Kira und Kira ist
26. Hallo Kira. Ich bin jetzt ganz aufgeregt. Erstmal hallo, dann ist es alles ein bisschen leichter. Okay. Du kannst mich verstehen? Ja. Ja. Und du bist aufgeregt, das ist gleich vorbei, sage ich dir. Okay. Voraus, Kira. Sag mal so ein Stichwort, so eine Schlagzeile, Überschrift. Ich war in der 9. Woche schwanger und habe heute vor 2 Monaten mein Kind verloren. Ja. Ja. Unter welchen Umständen? Wie ist das passiert? Ich bin das Wochenende vor dem 23. mit meinem Freund zu seiner Familie gefahren und wir haben ein ganz ruhiges Wochenende gehabt und sind dann sonntagsabends zu mir gefahren und montags war ich arbeiten und hatte schon die ganze Zeit auf der Arbeit ein ganz komisches Gefühl und habe auch ganz leichte Blutungen gehabt, hatte die aber auch schon die ganze Zeit gehabt, also schon 2 Wochen davor gehabt. Meine Ärztin hatte mir auch gesagt, das ist relativ normal in der Schwangerschaft, also es kann immer sein, und habe dafür auch Magnesium bekommen. Ja, und bin dann abends, kam mein Freund dann von der Arbeit, also der hat hier in den Semesterferien bei mir in Düsseldorf gearbeitet. Und dann habe ich gesagt, ich habe ein ganz ungutes Gefühl und wir müssen ins Krankenhaus fahren und sind dann auch ins Krankenhaus gefahren. Und vor dem Krankenhaus meinte ich noch so, ach, wahrscheinlich mache ich mir viel zu viele Gedanken und mache mir so einen Stress und eigentlich ist wahrscheinlich gar nichts. Und sind dann ins Krankenhaus und das ging dann auch alles relativ schnell. Und man sah eigentlich direkt beim Ultraschall, dass das Herz nicht mehr schlägt. Ja. Ja. Und was ist dann passiert? Man hat das also gesehen im Ultraschall und dann? Ja, und dann habe ich habe nicht geweint und ich habe nur gesagt, okay, dann ist das so. Und man hat mir erklärt, dass unser Kind wahrscheinlich krank ist oder schwerst behindert und keine Überlebenschance hatte. Und ich bin dann auch Realist und weiß auch so, dass es dann, also wenn es so schwer krank war, dann ist es okay, dass es so passiert ist. Was ist denn dann weiter passiert? Man hat den Ultraschall gemacht und dann? Man hat den Ultraschall gemacht, man hat das gesehen und man hat mir gesagt, ich muss am nächsten Tag um 7 Uhr zur Ausschabung ins Krankenhaus. Und das habe ich dann auch gemacht und ich bin auch alleine ins Krankenhaus ohne meinen Freund. Ja. Ich wollte das auch nicht und wollte das auch ganz alleine und bin da ins Krankenhaus und da bin ich dann absolut zusammengebrochen. Also dann war es richtig schlimm für mich. Und mich mal zwischendurch fragen, warum bist du nicht mit deinem Freund ins Krankenhaus gegangen? Ach, weil ich so... Also ich wollte auch schon gar nicht, als wir das am 23. zusammen erfahren haben... Wollte ich auch schon gar nicht in den Arm genommen werden von meinem Freund. Ich wollte auch nicht auch nachher, wir lagen im Bett und ich wollte da auch nicht drüber sprechen und wollte eigentlich für mich alleine sein. Ist denn, wie lange seid ihr denn zusammen schon? Ah, ja, wir sind erst seit letztem Jahr September zusammen. Also kennen uns schon relativ lange, schon 4 Jahre, aber sind erst seit September zusammen und ich bin dann ja auch relativ früh schwanger geworden. War das denn ein Wunschkind oder ist es passiert? Als ich die 2 Striche auf dem Schwangerschaftstest gesehen habe, war das sofort ein Wunschkind. Na okay, also das ist klar. Aber geplant war das nicht. Das war nicht geplant. Nein, aber ihr habt euch dann beide gefreut, er auch. Ja, total. Auch wenn die Situation, also mein Freund, wir führen eine Fernbeziehung, mein Freund studiert, nicht optimal gewesen wäre. Aber es wäre okay gewesen. Ja. War er nicht ein bisschen irritiert, dass er nicht mit dir dann zu dieser Ausschabung gehen sollte? Ja, doch, er wollte mit und ich wollte das einfach nicht. Dann bist du da zusammengebrochen? Bevor das gemacht wurde oder danach? Bevor das gemacht wurde. Ja. Und habe dann ein Zimmer zugeteilt bekommen und habe dann ein Zäpfchen bekommen, was den Muttermund öffnet. Ja. Und lag dann 4 Stunden da in diesem Zimmer. Ja. Ganz allein. Mit einem anderen jungen Mädchen, das am nächsten Tag operiert wird, aber wegen was anderem. War unglücklicherweise auch auf einer Station, wo schwangere Frauen waren. Das ist natürlich dann besonders bitter. Ja. Und wahrscheinlich auch diese 4 Stunden des Wartens, stelle ich mir grauselig vor. Das war der reinste Horror. Also ich hatte halt starke Blutungen gehabt und habe mich dann auch 3-mal übergeben müssen. Und dann ist der Eingriff vorgenommen worden. Ja. Wird der mit einer leichten Narkose gemacht, oder? Ja, mit einer Vollnarkose. Mit einer Vollnarkose. Mhm. Und als du dann aufgewacht bist, wie hast du dich da gefühlt? Da habe ich mich besser gefühlt als vor der OP. Mhm.
Konntest du dann am gleichen Tag noch nach Hause gehen? Ja, ich konnte dann abends das Krankenhaus verlassen. Also ich war um 7 Uhr morgens da und bin um 19 Uhr aus dem Krankenhaus raus. Bist du im Nachhinein auch noch davon überzeugt, dass es gut war, dass dein Freund nicht dabei war? Nee. Das würde ich jetzt rückgängig machen wollen. Also es wäre schon eine Hilfe gewesen, wenn er bei dir gewesen wäre. Ja. Mhm. Sag mal, Kira, du hast es an einem Tag erfahren und am nächsten Tag kam es dann erst zu dieser Ausschabung. Das heißt, du hast dein verstorbenes Kind noch einen Tag bei dir gehabt. So kann man das ja sagen. Was war das für ein Gefühl? Das kann ich gar nicht sagen, was das für ein Gefühl war. Das war... Ich habe die Nacht gedacht, vielleicht haben die einen Fehler gemacht. Vielleicht hat man irgendwie, der Ultraschall hat nicht funktioniert oder vielleicht hat man das Herz nicht richtig schlagen gesehen, aus welchen, vielleicht hat sich das irgendwie gedreht oder so. Das ging mir die ganze Zeit durch den Kopf. Ich habe auch noch im Bett zu meinem Freund gesagt, so, vielleicht komme ich da morgen hin und die machen nochmal einen Ultraschall und das Herz schlägt. Das ist dann die Hoffnung, ne? Ja. Die große Hoffnung. Ja. Aber hast du eigentlich so ganz im Tiefen das wirklich gehofft oder war es nur so ein, ja, so eine, vielleicht eine Selbstberuhigung oder? Nee, ich habe es wirklich gehofft. Ich habe es mir so sehr gewünscht, dass das Herz noch weiter schlägt. Ja. Jetzt sind genau wie viele Wochen rum? Ja, heute sind 2 Monate rum. 2 Monate rum. Ja. Dir geht es nach wie vor schlecht, das höre ich. Ja. Also ich habe so Tage, da geht's mir gut und dann denke ich, ach, man kann das wieder probieren, wieder ein Kind zu bekommen und so. Aber wenn ich so tief in mich reinhorche, weiß ich, dass alles noch viel zu früh ist und alles viel zu weh tut. Wie ist denn die Beziehung jetzt zwischen dir und deinem Freund in den letzten Wochen? Wie hat sich die gestaltet? Ja, also ich habe zu meinem Freund gesagt, wenn wir das überstehen, so, dann überstehen wir alles. Und also es hat euch schon eigentlich noch mehr zusammengeschweißt. Ja, also wir reden jetzt nicht viel darüber. Also wir haben heute Nacht, also von gestern auf heute, viel darüber gesprochen und lange telefoniert. Und also ich weiß, dass ihm das genauso weh tut wie mir. Und dass ich weiß auch, dass er unendlich traurig ist. Ja. Gab es eigentlich da in diesem Krankenhaus, wenn sowas gemacht wird, das ist ja schon ein heftiger Einschnitt für eine Frau, ein heftiger Akt. Gibt es da zumindest eine kurzfristige psychologische Betreuung? Nein, ich habe gar nichts bekommen. Gar nichts. Also ich habe mich... Wäre eigentlich nicht schlecht, dass man sich da vielleicht mal mit den Frauen ein bisschen zusammensetzt und zumindest eine Stunde mal redet oder... Genau. Halt da ist. Also das hätte ich mir halt auch gewünscht, dass irgendjemand irgendwas sagt. Glaube ich. Nur irgendetwas sagt. Aber das war ein rein medizinischer Vorgang, zack, zack und dann noch raus entlassen. So war das auch. Jetzt sind 8 Wochen vergangen. Du hast auch von dir aus in der Zeit keine Hilfe gesucht. Ich habe bei Schmetterlingskinder e.V. in Neuss angerufen. Ja. Habe mich da erkundigt, wie das überhaupt aussieht. Wird unser Kind beerdigt? Da unser Kind ja auch noch keine 500 Gramm wog zu dem Zeitpunkt, wird das Kind nicht beerdigt. Und ich habe auch gerade schon, als ich mit deinen Kollegen gesprochen habe, gesagt, so dass ich erst seit den letzten 2 Tagen überlegt habe, so, warum wird unser Kind eigentlich nicht beerdigt und warum, und so, ich habe mit Schmetterlingskinder e.V. telefoniert. Die Frau hat sich an die Klinik gewendet und die Klinik hat zurückgeschrieben und die E-Mail habe ich bekommen und da steht drin, also es hat eine Sammelbestattung stattgefunden. Den Termin habe ich natürlich zu spät bekommen. Allerdings wäre mein Kind nicht dabei gewesen, weil mein Kind 10 Jahre in der Pathologie Düsseldorf ist. Och. Und jetzt habe ich seit 2 Tagen erst überlegt, warum ist eigentlich mein Kind in der Pathologie? Ohne dass man dich vorher gefragt hat? Ich habe gar nichts. Ich weiß nicht, wo mein Kind ist. Ich habe keinen Ort, wo ich hingehen kann. Also das wundert mich jetzt auch, muss ich ehrlich sagen, dass man dich da nicht informiert hat oder zumindest nicht um Einverständnis gebeten hat. Das wundert mich sehr. Kira, mir liegt viel daran, dass du eine psychologische Unterstützung, eine psychologische Hilfe bekommst. Weil du bist ja völlig noch im Schockzustand, obwohl so viele Wochen vergangen sind. Aber das heißt ja manchmal gar nichts.
Nee. Meine Psychologin, die Elke, hat das Gespräch mitgehört. Okay. Die wird sich jetzt mit dir ausführlich unterhalten. Dann könnt ihr auch nochmal die rechtlichen Aspekte ein bisschen durchsprechen. Da wird sie sicher auch Bescheid wissen. Ja. Und ich finde es wichtig, dass du einfach eine professionelle Unterstützung im Moment bekommst für eine gewisse Zeit, damit du mit jemandem reden kannst und dass das alles aufgefangen wird. Ja. Das tut mir sehr leid, dass man, also was mich wirklich empört, muss ich nochmal sagen, ist, dass man dich da so komplett alleine gelassen hat, dass man A, nicht mit dir gesprochen hat und B, nicht sagt, wann das Kind und ob es beerdigt wird oder ob es in die Pathologie kommt oder ob es nicht dorthin kommt. Das finde ich schon ein bisschen krass, muss ich sagen. Also, ja. Das finde ich ärgerlich. Wir melden uns sofort bei dir. Du legst bitte auf, Kira. Okay. Und die Elke, meine Psychologin, ruft dich gleich an. Okay. Ich alles, danke dir. Alles Gute Zeit. Und alles Liebe wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So. Ich sag mal nur mal meine Regie als Info. Ich weiß nicht, ob das irgendwas zu bedeuten hat. Auf meinem PC ist die Leitung 4 ganz rot. Das ist normalerweise nicht der Fall. Ich sag's mal den Kollegen, falls das irgendwie ein Hinweis auf einen Fehler ist. Ich sag's nur mal so. Jetzt habe ich den Thorsten hier. Thorsten ist 42. Guten Morgen, Thorsten. Guten Morgen, Domian. Thorsten, um was geht's bei dir? Eine ganz verzwickte Sache. Ich bin seit 17 Jahren in einer Beziehung, bin verlobt, habe zwei Kinder und meine Frau hat jetzt festgestellt, dass sie bisexuell ist oder lesbisch. Ihr habt zusammen die beiden Kinder? Richtig. Und ihr seid nach 17 Jahren verlobt? Ja, wir sind 16 Jahre verlobt. 17 Jahre zusammen, so. 17 Jahre verlobt. Lange Verlobungszeit, ne? Oder? Ja, man soll, wie heißt das so schön, prüfe dich, bevor du dich bindest. Oder? Sehr, sehr kluge Überlegung, aber 17 Jahre, naja, okay. Ja, ich weiß nicht, das hat sich dann auch im Sande verlaufen irgendwie. Also mit zwei Halbzeit. Kinder, wie alt sind die Kinder? 15 und 12, der wird jetzt 13. 15 und 12. Ja. Und jetzt merkt deine Frau, dass sie bisexuell ist oder vielleicht sogar lesbisch? Ja, also sie sagt, sie wäre bisexuell. Sie hat sich in eine Freundin verliebt. Die sind auch zusammen, schreiben sich Liebesbriefe. Ach so. Ach so, was heißt, die sind zusammen? Leben die schon zusammen? Nee. Nein, die leben nicht zusammen. Ich lebe noch mit meiner Frau. Aber die schreiben sich Liebesbriefe und sind irgendwie schon tuchteln miteinander. Was sind die? Die tuchteln schon rum miteinander. Also die sind ja, ganz heftig, denke ich mal, ja. Ja. Ich bin ja nicht dabei, aber so wie ich es mitkriege, dann kommt sie mit verklärten Augen hier rein. Und sie verbringt auch schon die ein oder andere Nacht dann bei der Freundin und nicht bei dir? Was heißt Nacht? Also das bezieht sich eigentlich irgendwo, weil die Freundin ist auch verheiratet. Also so. Verheiratet, hat auch zwei Kinder. Ach so. Liebt ihren Mann abgöttisch, so wie sie sagt. Und sie wird sich auch nicht trennen von ihm. Nur es kommen immer dann so. Den ersten Monat hat meine Frau für 150 Euro SMS geschrieben. Und dann immer so Liebeleien und ich liebe dich und ich vermisse dich und. Verstehe. Wie lange geht das jetzt schon? Das geht seit, ich weiß es nur seit Karneval, wo sie, also Rosenmontag, wo sie da halt mit mir Schluss gemacht hatte. Meine, sie sagte, sie hält das nicht so. Mehr aus. Ach so, sie hat auch schon Schluss gemacht. Ja, aber wir leben trotzdem noch zusammen. Sie will auch weiterhin, dass wir eine Familie sind. Ja. Ich schlafe auch mit meiner Frau. Und Moment, schläfst du nur in einem Zimmer mit deiner Frau oder habt ihr Sex miteinander auch noch? Ich schlafe auch noch in meinem Bett hier und habe auch noch Sex mit ihr. Ihr habt auch noch Sex, aber eigentlich seid ihr getrennt, oder wie? Ja, das ist es ja, wo ich nicht durchblicke. Dann weiß es nicht so genau. Ja, richtig, weil einerseits sagt sie, sie sitzt dann abends hier im Bett, dann gehen SMS, da sagt sie auch, jetzt würde ich mich gerne zweiteilen, würde gerne hierbleiben, würde bei der anderen sein. Und ich sage immer, ich hätte da nichts gegen, wenn das nur eine reine bisexuelle Beziehung wäre. Mhm. Aber ich sage, bei euch ist das geht tiefer. Mhm. Das ist, also rein sexmäßig würdest du ihr die Freiheit lassen und sagen, komm, ja. Mädel, wenn du Spaß hast, mach es. Richtig, aber nicht, was da abgeht. Das ja, verstehe ich. Also, verstehe das, ich. Das ist dann ja auch völlig egal, ob das eine Frau oder Mann ist. Nee, beim Mann wäre es ganz anders. Also da wäre ich, glaube ich, dann schon wirklich weg. Achso, ja, ich sehe da keinen Unterschied. Ja, ich sehe keinen Unterschied. Wenn sie sich verliebt hat, ist das völlig egal, ob das ein Karl ist oder so. Oder ja, genau, so kann man auch so sehen. Nur, wo ich nicht mit klarkomme, ist, sie sagt zu mir, das ist nur bi. Also sie wäre bi. Mhm. Aber was da abgeht, das ist für mich doch schon, ich habe sie gefragt, ob sie mit der zusammen eine Wohnung ziehen würde. Nein, auf keinen Fall. Mhm. Und jetzt die Tage lagen wir hier so im Bett und da sagt sie, was wäre denn mit einer Kommune? Wir drei und vier Kinder. Mhm. Ich sag, also,
das jetzt ein Scherz? Da sagt sie, ja, war am Lachen dabei, aber ich blicke da nicht mehr durch. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Mhm. Ich habe jetzt innerhalb von Karneval bis jetzt habe ich 26 Kilo abgenommen. Bin kaum noch was am Essen, nur noch am Rauchen und Kaffee am Trinken und ich weiß nicht, was da abgeht. Jetzt zum Beispiel ist sie heute, die war jetzt 3-4 Tage zu Hause, die war Samstag auf Sonntag auf eine Party mit ihr. Mhm. Ich habe sie dann auch hingefahren, habe sie dann auch beide abgeholt. Mhm. Und seit Sonntag ist irgendwie so Funkstille, irgendwie so ganz komisch. Zwischen euch? Zwischen uns, ja. Mhm. Sobald ich irgendwie was anfange oder sowas, dann sagt sie, oh, du gehst mir auf den Nerven, ich kann das Thema nicht mehr hören. Mhm. Ich kann auch nicht mit ihr darüber reden, weil das nervt sie total. Naja, was gibt es da auch viel zu reden? Die versucht natürlich im Moment auf beiden Hochzeiten zu tanzen und euch beide zu halten, weil das für sie wahrscheinlich das Angenehmste ist. Ja, so, sie sagte, das könnte immer so weitergehen. Ja, natürlich, ja klar, könnte ja, das für sie so weitergehen, aber für dich kann es nicht so weitergehen. Das ist ja der Punkt, für sie. Es könnte weitergehen, wenn das nur, wie gesagt, eine reine sexuelle Beziehung wäre, aber ich denke mal, da ist mehr hinter. Dass da irgendwann kommt dann halt, wenn die Kinder erwachsen sind oder so, kommt dann... Nein, das ist nicht irgendwann, sondern es ist jetzt schon mehr dahinter, wie du es mir geschildert hast. Ja, die ist verknallt in diese Frau. Ja. Die ist verliebt in diese Frau. Ja, aber die andere Frau ist noch schlimmer dran. Die ist ja, die bombardiert sie hier mit SMS, mit ich liebe dich, vermisse dich und was weiß ich nicht alles. Und aber mal, meine Frau plant aber auch noch mit mir Urlaub, die Wohnung, das Haus zu renovieren und. Die plant in Jahre voraus mit mir. Ja, die plant in Jahren voraus mit dir, weil die das mit dir auch so machen kann. Meinst du, ich bin in dem Sinne ein Weichei oder irgendwie? Ich weiß es nicht. In gewisser Weise schon. Ja, weil aber du duldest das ja alles schon merkwürdig. Die ist ja. Dann machst du einen Unterschied, ob das ein Mann oder eine Frau. Bei einer Frau, ja, bist du ein bisschen großzügiger. Aber entscheidend ist, dass die sich in einen anderen Menschen verliebt hat. Und jetzt im Moment zweigleisig fährt. Ja. Das kann man sicher eine Weile machen und manche Paare können das irgendwie auch so arrangieren. Aber das ist natürlich für den Dritten im Bunde jetzt für dich extrem schwer. Horror ist das. Das ist wirklich. Weil du bist fünftes Rad am Wagen, das ist so. Ja. Da habe ich sie auch gefragt und dann sagt sie, nee, das wäre nicht so. Sie sagt zwar nicht, sie liebt mich, aber sie hat Gefühle für mich. Und ja, natürlich hat sie Gefühle wieder, für mich. Sie möchte wieder, dass wir eine richtige Familie werden und sie weiß auch nicht, wie lange das mit der anderen Person geht. Und ja, die strapaziert dich und die strapaziert deine Toleranz sehr, würde ich sagen. Sie sagte, also sie ist ja in der psychologischen Behandlung. Ist sie? Ja, weil sie hat, sie war unheimlich korpulent, sie hat einen Magen-Bypass bekommen, jetzt innerhalb von... Vom halben Jahr oder von jetzt knappen Jahr hat sie über 60 Kilo abgenommen und kommt mit dieser Haut nicht zurecht und die jetzt so runterhängt. Mhm. Und die hat ihr auch erzählt, dass sie jetzt mit einer Frau zusammen ist, aber das heißt zusammen ist, also dass sie bi ist. Ja. Und was sagt denn die Psychologin dazu? Die Psychologin sagt zu ihr, leben Sie es aus. Ja. Das klingt komisch. Und ich meine, die Psychologin, meine Frau war vorher schon mal bei der. Ja. Und damals hieß es, trennen Sie sich von Ihrem Mann. Jetzt heißt es, leben Sie es aus. Das ist natürlich ein guter Ratschlag, aber so einfach geht es manchmal alles nicht. Richtig, leben Sie es aus. Ja. Und aber Hut ab vor mir. Ich hätte dazugelernt, ich wäre erwachsen geworden, dass ich so tolerant bin, so. Weil die haben alle gedacht, ich würde ausflippen. So. Nur ich liebe meine Frau, ich liebe meine Kinder und ich kämpfe um sie. Ich mache alles. Das sollte man nicht. Das sollte man nicht. Nein, man sollte nicht alles machen. Nein, 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 nein. Nein, das heißt alles nein, nicht. Also das genau nicht. Das ich, genau bin, nicht. Ich bin. Weißt du, letztendlich geht es darum, dass deine Frau, deine Verlobte, muss für sich eine Entscheidung treffen, was sie will. Ja. Ja, und sie will nicht mit der anderen Person zusammenleben. Sie will mit mir zusammenleben. Aber sie will sich auch nicht von der. Sie will mit mir eine Familie bleiben. Ja, aber sie will eben mit der anderen Person auch weiter rummachen. Ja. Und in engem Kontakt sein. Denke ich mal, ja. Obwohl so 3-4 Tage sehen sie sich nicht. Jetzt heute Abend sind sie wieder, der Wendler hat hier im Mediamarkt bei uns da so eine Vorstellung da sind sie hin. Und jetzt das ganze Wochenende ist wieder mit mir verplant und so. Also so häufig sehen sie sich da. Aber was hältst du denn davon, wenn deine Frau, die ist nur bei einer Psychologin, das heißt, die kennt das Prozedere, wie das da so abgeht, wenn ihr beiden euch, aber nicht diese Psychologin, sondern eine andere neutrale Person... Ich habe bei der Caritas angerufen und eine Paartherapie. Ja, das finde ich in dem Fall wirklich gut.
Ja. Ich würde jetzt auch gerne mit euch beiden hier am Tisch sitzen, fände ich auch schon sehr interessant, oder wenn wir zumindest telefonieren könnten. Das heißt, wenn da eine neutrale Person zwischen ist, kann man besser Tacheles reden als ein Paar alleine. Ja. Weil ein Paar dreht sich gerne im Kreis und dann schaukelt sich das hoch und so weiter, so wie du es gerade auch schon geschildert hast. Ja, weil ich kann ja mit ihr über gar nichts reden. Ich weiß schon gar nicht mehr, was für Themen ich ansprechen soll, ohne dass sie ausrastet. Will sie das? Ja, genau. Will sie das? Ist sie dazu bereit? Zu der Paartherapie? Ja. Ja, klar. Okay. Gut, ist ein Ansatz. Mach das. Kann auf keinen Fall schaden. Ich sag dir nur, ich könnte das auf Dauer nicht mitmachen. Ich weiß nicht, jedes Mal, wenn sie weggeht oder so, wenn ich mit ihr zusammen bin, ist das in Ordnung. Mit diesen SMS habe ich mich auch dran gewöhnt. Ja, aber weißt du, weil ja auch immer die Angst über dem Ganzen schwebt, so wie du es ja auch gerade angedeutet hast, ja. Vielleicht ist die irgendwann ganz weg und geht wirklich ganz und endgültig zu der Frau. Nein. Das kann nicht passieren, Domian, weil die andere Person, die lebt mit ihrem Mann auch schon 15 Jahre zusammen, sie liebt den abgöttisch und die wird sich nie von ihm trennen. Ja, die wird den nicht abgöttisch lieben, wenn sie ständig Liebes-SMS an deine Freundin schickt. Das sind alles so Märchengeschichten. Weißt du, wenn ich jemanden abgöttisch liebe, lasse ich mich auf keinen anderen ein. Das hat sie jetzt aber getan, sie hat sich auf deine Frau eingelassen. Sie hat ja auch mit ihrem Mann schon mit einer anderen Frau zusammengeschlafen, also jetzt die andere Person. Und er sagt, wenn sie es braucht, soll sie es machen. Naja. Er hat kein Problem damit. Ja. So, zur Klärung eurer Situation und dass du da für dich einen Weg findest, finde ich diesen Ansatz, dass ihr zu einer neutralen Person geht, absolut richtig. Wir brauchen dich, glaube ich, gar nicht weiter zu informieren. Anlaufadressen hast du schon selbst rausgekriegt. Bei Caritas, ja. Zum Beispiel, ein guter Ansprechpartner. Ja. Ja. So, das müsst ihr machen und wenn das alles nichts nutzt, telefonieren wir nochmal. Ja, gerne. Sehr gerne. Ja. Thorsten, dann wünsche ich dir alles Gute und dass ihr eine Linie in euer Leben reinkriegt. Ja, also ich meine die ganzen Wochen, also jetzt war da die vor dem Sonntag oder sowas, also war alles in Ordnung und auf einmal seit Sonntag, weil ich dann wieder angefangen habe mit Sprechen. Das ist ja auch alles bedrückend. Und sowas. Ja. Und wenn du 26 Kilo schon abgenommen hast in der kurzen Zeit, ist das ja auch nicht, ist vielleicht gut für dich. Ja, klar, ich müsste noch ein paar runterziehen, aber nicht so. Hat die Sache wieder ein Gutes. Ja. Kein Ding ist so schlecht, dass es nicht auch eine gute Seite hat. Ja. Also, wie gesagt, also das macht mich alles schon ziemlich kirre hier. Also so, du gehst zur Paarberatung mit deiner Liebsten. Ja. Und gegebenenfalls reden wir nochmal miteinander. Ja. Viel Glück wünsche ich euch. Okay, danke, Domian. Tschüss Thorsten. Abend noch. Tschüss. Jo, danke schön. Und hier ist die Anna, 17. Hallo Anna. Hallo Domian. Hallo Anna. Schön, dass du da bist. So, ja, über was? Dass ich mit dir reden kann. Über was reden wir, Anna? Was ist das Thema? Über meinen Freund und mich. Oh je, du sagst das schon so mit so einer Stimme, dass da hängt eine ganze Menge schief, oder? Ja, mein Freund ist Alkoholiker. Wie alt ist denn dein Freund? 20. Und wie lange seid ihr zusammen? Seit anderthalb Jahren jetzt. Morgen sind es anderthalb Jahre. Und ist er von Anfang an, hängt er an der Flasche? Er hängt von Anfang an der Flasche, aber da war es noch nicht so schlimm. Da war es am Wochenende mal, dass er besoffen war, aber jetzt ist es wirklich jeden Tag. Jetzt ist er auch gerade weg und ich weiß nicht, wo er ist. Und wohnt ihr zusammen schon? Ja, wir wohnen seit einem halben Jahr zusammen. Mhm. Hat er eine Arbeit? Ja, er arbeitet bei der Arbeiterwohlfahrt da in dieser Jugendtextilfabrik da. Aber ja. Ist das so eine Arbeit, wo man 8 Stunden am Tag hin muss? Nee, es sind nur 4. Es sind 4 Stunden. Mhm. Er ist jeden Tag besoffen? Ja. Mit was betrinkt er sich? Mit allem, was ihm zwischen die Finger kommt. Also von Schnaps über Bier und Wein? Genau. Alles, was da ist? Mhm. Trinkt er auch bei euch in der Wohnung? Nee, das tut er zum Glück nicht. Also er trinkt immer, wenn er draußen ist, mit in der Kneipe, oder wie? Ja, mit Freunden oder ich weiß nicht, wie er das macht, weil er hat ja kaum Geld. Ich wollte gerade sagen, wenn man das draußen immer macht, kostet das ja nicht. Weil er hat kaum Geld und seine Eltern geben ihm auch kein Geld mehr und ich gebe ihm auch kein Geld, weil ich weiß, dass er das für Alkohol missbraucht. Und aber wenn er sich ja jeden Tag die Birne zudröhnt, muss er ja irgendwie an Geld kommen. Ja, ich habe immer das Gefühl, er geht irgendwie, keine Ahnung, in Köln gammeln, weil wir wohnen ja in Köln. Und gammeln heißt betteln oder was? Ja, und in Köln ist es jetzt nicht so schwer am Hauptbahnhof oder so. Mhm. Hältst du es für möglich, dass er auch irgendwie schon auf der schiefen Bahn ist und irgendwelche krummen Sachen macht, um an Geld zu kommen?
Nee, das kann ich mir nicht vorstellen, weil er ist so ein herzensguter Mensch, echt. Mhm. Sprichst du mit ihm darüber? Über dieses Trinken, den Alkohol? Ich rede mit ihm über den Alkohol, aber... Was sagt er denn dann? Er hört nicht zu. Er sagt mir einfach nur, ich bin nur seine Freundin, es gibt mich nichts an, was er trinkt, und dann geht er. Aber ich finde, dass der Freundin das schon verdammt viel angeht, wenn der Freund immer hackedicht ist. Wie ist der denn drauf, wenn der besoffen ist, wenn er nach Hause kommt? Ist der aggressiv? Der ist gar nicht aggressiv, das ist es ja. Auch nicht, wenn er besoffen ist? Nee, gar nicht. Der kommt nach Hause und pennt dann? Ja, der legt sich ins Bett und der kommt dann, keine Ahnung, der kommt gleich wieder um 4:30, kommt er wieder, dann muss er um 7 Uhr aufstehen, damit er um 8 Uhr bei der AWO ist. Mhm. Dann ist er um 1 wieder da, dann legt er sich wieder ins Bett und dann geht er morgen Abend um, keine Ahnung, 19 geht er dann wieder raus und dann geht das so weiter. Das heißt, euer Leben, euer Familienleben, in Anführungszeichen, in eurer Wohnung, Paarleben, ist auch dann nicht so aufregend, wenn der ständig weg ist? Nicht wirklich. Dann sitzt du immer allein zu Hause? Vor allem das Problem ist ja, ich bin ja nicht mehr allein, ich bin ja schwanger. Ach, du bist schwanger? Seit wann? Seit 3,5 Monaten. Aber ich habe es ihm noch nicht gesagt. Du hast es ihm noch nicht gesagt? Warum nicht? Ich habe Angst um seine Reaktion, was er macht. Was könnte er denn machen? Ich weiß es nicht. Du sagst, er ist so nett und so harmlos. Ja, aber ich weiß, dass er Kinder nicht mag. Wirklich? Er wollte noch nie ein Kind haben, deswegen, ich weiß nicht, was er macht. Was könnte er denn im schlimmsten Falle machen? Ja, im schlimmsten Fall könnte er mir das Kind aus dem Bauch treten. Das traust du ihm zu? Eigentlich nicht, aber... Er ist aber noch nie dir gegenüber gewalttätig geworden. Nein, er hat mir einmal eine Backpfeife gegeben, aber das war einmal und nie wieder. Immerhin, ne? Hat er das im Suff gemacht? Ja. Hat er sich dafür... Das war, weil ich seinen Alkohol im Klo runtergespült habe. Hat er sich dafür entschuldigt? Nee. Aber er weiß, was er getan hat. Du hast es ihm später gesagt, als er nüchtern war. Mhm. Nee. Also der weiß gar nicht, dass er dir eine gescheuert hat. Nee, er weiß gar nicht. Warum hast du es ihm nicht gesagt? Weil er sich ja sonst noch mehr betrinken würde. Weil er nie Frauen schlagen wollte, das hat er sich geschworen. Ja, du hast aber eine seltsame Art der Rücksichtsnahme. Gerade das musste ihm doch vor Augen führen, zu was der Alkohol führt, dass er sowas macht. Du bist da viel zu vorsichtig mit dem Kerl. Ja, aber ihn interessiert das ja alles gar nicht. Ich war mit ihm doch schon bei der Therapie. Die Therapie hat er nach 2 Monaten hat er die Therapie abgebrochen. Hast du Sorge, dass er, also abgesehen von der schlimmen Sorge, dass er dir das Kind aus dem Bauch treten würde... Ich habe Angst, dass er sich trennt. Ja, das genau das wollte ich gerade sagen. Du hast Angst, dass er... Mhm. Ich habe total Angst, dass er Schluss macht. Also Anna... Ich meine, mir ist das ja egal. Ich meine, die Wohnung gehört ja mir, aber... Die Wohnung, das ist deine Wohnung. Das ist meine Wohnung, mhm. Ja. Er kann dich da nicht rausschmeißen. Wenn denn... Ja, vor allem, weil ich finanziere die Wohnung. Von welchem Geld will er denn die Wohnung finanzieren? Ja, was machst denn du vom Beruf? Ich bin Auszubildende. Ah, du hast aber dann... Im zweiten Lehrjahr. Bitte? Im zweiten Lehrjahr. Im zweiten Lehrjahr. Ist doch schon mal super. Und euren Lebensunterhalt, ja, den finanzierst du quasi. Ja, den finanziere ich. Deine Wohnung, das Essen kaufst du und so weiter. Mhm. Anna, und du wir bist... haben eh nicht viel Geld und dann... Ja. Dann geht er in mein Portemonnaie und holt sich das Geld raus und... Hast du dem schon mal richtig gedroht, dass das so nicht weitergeht? Ich habe ihm schon mal gesagt, wenn er so weitermacht, mache ich Schluss, aber das interessiert den irgendwie nicht. Weil er dir das gar nicht abnimmt, weil du wahrscheinlich viel zu nett zu dem warst bisher. Du musst viel härter zu dem Kerl sein. Ja, aber ich kann das nicht. Das wirst du müssen, weil der dich sonst mit reinzieht in den ganzen Sumpf. Außerdem, lange kannst du es auch nicht mehr verschweigen, dass du schwanger bist. Weißt du, der muss einsehen, dass er absolut auf dem falschen Pfad ist. Der muss einsehen, dass er sich verändern muss und dass er sich Hilfe suchen muss. Das kannst du nicht bewirken, das schaffst du nicht. Du darfst den nicht mit Samthandschuhen anfassen. Der soll verdammt nochmal wissen, dass er sich an dir schon vergriffen hat. Also dass er dir Gewalt angetan hat. Ja, was soll ich denn machen? Du musst mit dem, also erstmal musst du dem sagen, dass du schwanger bist. Wenn er nüchtern ist.
So, und dann musst du gleich in einem Satz sagen, dass du nur eine Zukunft für euch seht, wenn dass du die siehst, die Zukunft, wenn er radikal sein Leben verändert, wenn er in eine Therapie geht und zunächst mal in eine Drogenberatung geht, eine Beratungsstelle. Nur dann. Willst du mit einem Alkoholiker dein Kind großziehen? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber ich will es auch nicht ohne Vater großziehen. Ja, Anna, aber das ist ja kein Vater, wenn er nur säuft und säuft und säuft und säuft. Dann ist es ja besser, zunächst mal ohne den Vater ein Kind zu betreuen, als mit einem so alkoholkranken Vater. Ja, das ist einfach viel zu schwer, weil ich immer so nett bin. Und ich kann einfach nicht, weiß ich nicht. Ich war schon immer so. Ja, und das weiß der. Das weiß der bewusst oder unterbewusst. Deswegen kümmert den auch nicht, wenn du ihm drohst, du verlässt ihn. Ja, aber er weiß gar nicht, was er mir damit antut, weil... Eben. Ich sitze hier, ich kann nicht mehr. Eben. Anna, ich möchte jetzt wirklich an dich appellieren, dass du jetzt, auch wenn du es bisher nicht so gemacht hast, dass du zumindest eine Stufe härter dich verhältst, dass du ihm ein Ultimatum stellst, dass du sagst, nur so, kein Ultimatum, sondern eine Bedingung stellst, dass du sagst, nur wenn du dich veränderst, haben wir beide eine Chance. Und was mache ich, wenn er das nicht akzeptiert? Dann schmeiß ihn raus. Und sag, du kannst zu jeder Zeit wiederkommen und ich liebe dich. Wenn ich merke, du meinst es ernst, dass du in einen Entzug gehst, in eine Klinik gehst oder was man immer machen muss. Ich weiß genau, dass ich sowas nicht kann. Ich kann sowas nicht. Weißt du, das berichten alle Menschen, die mit Alkoholikern zusammen sind, also Angehörige von Alkoholikern. Wenn man nicht irgendwann mal einen harten Strich zieht, wird man selbst mit zum Opfer. Und du bist auf dem besten Wege dazu. Ein Alkoholiker zieht immer seine Umwelt mit runter. Und das ist immer schlimm für denjenigen, der nah dran ist, Härte zu zeigen, weil einem das leid tut. Aber letztendlich tust du es für ihn. Und du tust es natürlich für dich und du tust es auch für dein Kind. Du tust es übrigens auch für ihn, wenn du Härte zeigst. So, wie du dich jetzt verhältst, förderst du letztendlich seine Art, die er jetzt drauf hat, mit dem Trinken noch weiter. Genau, das will ich nicht. Aber ich muss irgendwas machen. Du musst was machen. Ich wollte mich heute Morgen rausschmeißen. Warum? Weil? Weil ich schon seit einigen Wochen so unkonzentriert bin. Guck mal, da haben wir schon. Stell dir mal vor, durch den... geht jetzt deine Ausbildung kaputt? Das wäre doch ganz schlimm. Was machst du für eine Ausbildung? Als Floristin. Ja. Schöner Beruf. Ist es das wert, dass der dir deine Zukunft, dein Leben kaputt macht? Nein, ist er nicht. Nein, ist er nicht. Pass auf, Anna. Du wirst jetzt mit meiner Psychologin sprechen. Ich finde, dass da so ein paar Sachen passieren sollten jetzt. Einmal fände ich es sehr gut, wenn du kennst du die anonymen Alkoholiker? Schon mal gehört? Ja, kenn ich. Da gehen also Leute hin, die alkoholkrank sind. Soweit ist dein Freund noch nicht, dass er das tut. Aber es gibt auch Gruppen von Angehörigen von Alkoholikern. Das fände ich sehr gut, dass wir dir da eine Gruppe sagen, wo du hingehen könntest. Da bist du mit Frauen und Männern zusammen, die in der gleichen Situation sind wie du. Da kann man sich austauschen, kann man Tipps kriegen und so weiter. Das ist schon mal ganz wichtig. Ja, super. Das andere ist, ich finde, dass wir dir auch noch irgendwie Hilfestellung geben sollten, vielleicht mit einer psychologischen Beratung. Es darf nicht passieren, dass du deinen Beruf verlierst. Und vor allen Dingen musst du auch seelisch jetzt stabil sein und werden, wenn du ein Kind bekommst. Und in der Schwangerschaft darfst du nicht immer nur traurig sein. Ja, ich esse ja auch gar nichts mehr. Ja, das geht ja nicht so weiter. Der macht dich kaputt. Kapierst du es? Natürlich kapier ich das, aber das tut einfach weh. Ja, aber es tut... Wenn ich diesen Menschen einfach über alles liebe. Ja, aber du liebst bestimmt nicht diesen Menschen, der nur säuft und der dich komplett ignoriert. Das liebst du nicht. Nein, das liebe ich ja. nicht. Und das musst du dir vor Augen. So wie er am Anfang war. Ja, aber er war schon am Anfang, hast du gesagt, hat er gesoffen. Ja, aber das war nur am Wochenende. Okay. Das war noch relativ in Ordnung. Wünsch ihn dir ganz ohne Alkohol.
Das ist das Beste. Ja, natürlich, aber ja. Das ist nicht so leicht sein. Nein, das ist aber das Ziel. So, Anna, jetzt machen wir das so, wie gerade besprochen. Die Elke, das ist meine Psychologin, die ruft dich an. Mhm. Und dann kriegst du alle Informationen von uns und ich wünsche dir von Herzen, dass du da selbst initiativ dir die Hilfe suchst und dass du es schaffst, deinen Weg da zu gehen. Danke, du. Der Weg darf nicht bei diesem Mann im Moment weiter so laufen, wie er jetzt läuft. Das sage ich dir. Dankeschön. Alles Liebe und alles Gute, wir melden uns gleich. Okay. Tschüss. Tschüss. So, wir haben 1.45 Uhr. Ich bin ja immer noch gespannt, ob irgendein Jurist uns anruft wegen unseres Falls am Anfang. Das ist natürlich immer so eine Sache, wenn ich so einen Aufruf mache, ob nun genau derjenige, der das genau weiß, auch gerade hier durchkommt bei unseren Anrufen. Wir werden es versuchen. Und wenn es heute nicht klappt, dann versuchen wir es dann in den nächsten Tagen. Sprich morgen. Hier ist David. Oder ja, David, 27. Guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo, David. Hallo, Domian. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Was? Du bist Michael? Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ah, ein bisschen aufgeregt. Ja, das macht gar nichts. Ja. Weswegen rufst du an, David? Also ich bin 27 Jahre alt und schwerbehindert. Ja, was hast du für eine Behinderung? Spastische Lähmung. Mhm. Von Geburt an. Ja, du sitzt im Rollstuhl? Ich laufe. Ja. Also ich kann auf den Beinen laufen, kann meine Arme bewegen. Aber alles ein bisschen wackelig. Genau. Mhm. Bin recht klar vom Verstand. Hab 10. Klasse geschafft und Ausbildung und bin kein Dummer, auch kein hochintelligenter, aber... Mittlere Reife und Ausbildung hast du hinter dir? Ja. Was hast du gelernt? Bürokraft. Bürokraft. Und bist auch in dem Job drin im Moment? Nee, ich bin arbeitslos, aber arbeitssuchend. Ah ja. Aber das eigentliche Thema ist, es geht um ein Mädchen. Mhm. Und zwar habe ich letztes Jahr im Oktober bei einem Jugendkongress ein Mädchen kennengelernt. Mhm. Da habe ich 60 Jugendliche getroffen, um so Erfahrungen auszutauschen zum Thema Jugendengagement. Ja. Und wir haben uns dann öfter mal bei ICQ geschrieben, sagt ihr das mal? Ja, klar. Wir schreiben uns mittlerweile täglich. Täglich? Ja. Mhm. Und sie schreibt mich auch an. Ja. Normalerweise ist es immer so, dass ich sie angeschrieben habe, aber jetzt schreibt sie auch mich an. Ja. Und sendet mir auch immer so Zeichen, die ich irgendwie bedeute, aber vielleicht auch falsch deute. Ich glaube schon, dass sie mich mag. Wie alt ist das Mädel? Ja, das ist auch noch zu dem. Sie ist erst 18. Ja. Aber sie ist für ihre 18 schon sehr weit. Ja. Naja, gut, du bist 27, so viel. Eben. Ist auch eben. Nicht so schlimm. Die macht jetzt Abitur und ist im Abi-Stress. Ist sie, hat sie auch eine Behinderung, dass sie nicht behindert? Nein, körperlich unversehrt. Oh, okay. Mhm, ja. Wir schreiben über dies und das. Hm? Die lässt auch immer so versteckte Botschaften. Was denn zum Beispiel für eine Botschaft? Naja, in diesem ICQ gibt es immer so Zeichen, sowas wie ich küsse dich oder. Mhm. Das muss man aber erst rausfinden. Ja. Ich weiß nicht genau, woran ich da bei ihr bin. Ich verstehe. Das heißt, die macht dir in irgendeiner gewissen Form Hoffnung, dass sie vielleicht ein bisschen mehr will oder sogar verliebt ist. Ja, ein bisschen. Aber du bist nicht so ganz sicher, ob das so ist. Genau. Ihr schreibt ja jetzt dann schon lange, ne? Fast ein Jahr. Nee. Voriges Jahr hast du... Nach dem Jugendkongress im Oktober bis zum Januar keinen Kontakt. Ach so. Ja, ja. Also im Oktober, ich hatte im August wieder. Ja, und es geht dann auf dieses StudiVZ-Zeug da. Und im Januar habe ich irgendwie erst ihre ICQ-Nummer erfahren und hat sie dann erst hinzugefügt. Mhm. Wohnt die denn in deiner Gegend? Sie wohnt ungefähr 20, 30 Kilometer weit weg. Das ist ja nicht weit. Und ich könnte mit meinem Schwerbehindertenausweis auch mit dem Zug zu ihr fahren. Ne? Wurde denn, habt ihr da schon mal drüber gehört? Nein, deshalb rufe ich an. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss da ein bisschen weiterkommen. Ja, kann ich verstehen. Kann ich gut verstehen. Dass du, ja klar, kann ich gut verstehen. Hast du Hemmungen? Hast du Sorge? Hast du Hemmungen wegen deiner Behinderung? Ich habe Hemmungen. Mhm. Also ich hatte auch noch nie eine Freundin. Mhm. Und ich habe mit nicht behinderten Frauen immer schlechte Erfahrungen gemacht. Ich habe dich verstanden. Du hast schlechte Erfahrungen gemacht mit Freunden? Mit nicht behinderten Frauen, ja. Mit nicht behinderten Frauen schlechte Erfahrungen gemacht. Und warum? Mit keiner, die ich in meinen 27 Jahren kannte, war es bisher so intensiv. Du sagst, du hast mit nicht behinderten Frauen schlechte Erfahrungen gemacht. Ja. Warum?
naja, es waren immer so Anfänge da und dann kam erst die Abfuhr, weil sie irgendwie Angst hatten oder Angst. Ich bin doch eigentlich der Typ, der auch so ein bisschen im Behindertenbereich noch sucht. Also deine Freundin könnte durchaus auch behindert sein, das wäre egal. Ja, wäre mir egal. Mhm. Ich habe auch schon eine Kontaktanzahl geschrieben, aber ich habe sie noch nicht geschaltet, weil ich noch nicht weiß, wo. Also ich bin da schon auch bereit, mich ein bisschen weiter zu öffnen und auch nach behinderten Mädchen zu gucken. Aber du musst erstmal diese Sache abklären. Eben, Fakt ist, ich bin in Sarah verliebt, darüber lässt sich nicht streiten. Ne? Also du bist verliebt? Ja, ja. Ja. Du, aber du sagst, du hattest noch keine Freundin bisher? Nee. Hast du schon mal Sex bisher? Mehr im Puff. Ja. Ich weiß, darauf kann man nicht stolz sein, aber ich bin doch ein Mensch. David, da brauchst du bei mir keine Sorge haben, dass ich da schlecht drüber spreche. Das ist okay. Ja. Wenn du das gerne möchtest und das so für dich entschieden hast, ist das absolut in Ordnung. Ja, nur ist das ja dieser 10. Mai, ne? Wo ich nach Thale fahre und wo ich sie ja wahrscheinlich sehen werde. Und, Stopp, habe ich akustisch nicht verstanden. Am 10. Mai fährst du irgendwo hin, wo sie auch ist? Ja, da findet sie eine Theateraufführung von ihrer Freundin statt. Ach so. Wie spannend, wie aufregend. Ja. Ja, pass mal auf. Also, das geht ja jetzt schon dann doch ein paar Monate. Ja. Und man soll sich ja noch nicht zu lange mit irgendwas aufhalten, weil dann ist der Schmerz umso größer, wenn es nicht klappt. Ja. Also, ich muss dir sagen, es zieht mich nicht so runter. Es geht eigentlich. Wenn es nicht klappen würde. Nee, es würde mich, glaube ich, eher runterziehen, wenn ihr Kontakt abrupt durch irgendwas Dummes abbrechen würde, was ich auch schon erlebt habe in meinen 27 Jahren. Mhm. Also ich glaube, ich wäre dann eher traurig, wenn plötzlich da gar nichts mehr kommen würde. Mhm. Wenn sie irgendwelche. Die Gefahr besteht natürlich, wenn du jetzt ein bisschen offensiver wirst. Ja, eben, davor habe ich Angst. Aber damit muss man dann, glaube ich, leben und umgehen. Eben. Du willst Klärung, und das verstehe ich, würde ich auch an deiner Stelle haben wollen. Geh da mal ein bisschen scharfer ran an sie. Ich muss auch dazu sagen, sie ist auch solo. Das heißt, irgendeinen einwandfreien Freund habe ich da nicht an der Backe. Ja, davon war ich jetzt ausgegangen, habe ich gar nicht gefragt. Aber das wäre natürlich noch komplizierter, wenn sie. Geh jetzt mal in die heiße Flirtphase mit dem beim Chatten. Geh mal ein bisschen härter ran. Ja. Finde ich absolut in Ordnung. Ja, meinst du auch, ja. Ja, unbedingt. Was nutzt es? Ich habe auch manchmal schon das Gefühl, dass die gewisse Sachen sendet. Vielleicht, genau, vielleicht. Und ich dann irgendwas Belangloses schreibe und sie vielleicht sogar enttäuscht ist, dass ich da auf dich eingehe. Vielleicht, genau, so kann man es auch sehen. Hast du völlig recht. Also, ich würde an deiner Stelle auch da, man muss in Sachen Liebe manchmal Risiko fahren. Selbst mit der Gefahr, dass dann alles kaputt ist hinterher, dann ist es halt so. Kommt die nächste dran. Dann hast du ja schon Pläne, was du dann machen willst. Ja, und du meinst auch ruhig nach Thale fahren, ne? Ja, vorhin. Ja, wobei du könntest ja vielleicht vorher mal, das ist ja noch ein bisschen hin bis zum 10. Mai. Vorher, also ihr chattet ja nur, ne? Ja. Ja. Per Chat würde ich mal ein bisschen schärfer und härter rangehen. Ja. An die Frau. Ein bisschen offensiver. Mal gucken, wie sie reagiert. Wenn sie jetzt schon sehr abweisend während des Chats ist, würde ich nicht dahin fahren, dann tu dir das nicht an. Ja. Aber wenn sie vielleicht anspringt auf dein Flirten, dann fährst du natürlich hin. Ja. So würde ich es machen. Wie gesagt, die schreibt mich ja mittlerweile auch jeden Tag an, ne? Klingt gut. Klingt erstmal gut. Ja, finde ich allerdings auch. Weil mehr Frauen immer, nicht genau weiß. Nee, man weiß, bei Frauen weiß man nie. Nie. Aber man muss halt dann versuchen, das ist so wie im Nebel stochern. Was sind da jetzt die Motive? Oder? Genau, kann man nie hinterschauen. Ja. Wir wollen mal das Beste hoffen. Aber du meinst, ein bisschen dranbleiben, ein bisschen weitergehen. Unbedingt. Ja. Unbedingt. Ja, sehr schön, mal nett mit dem gesprochen zu haben. David, sehr gerne. Ich wünsche dir viel Glück und sei mutig. Mach's mal. Ja. Okay? Kriegst du noch ein Autogramm von dir? Sehr gerne. Du legst auf, wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Also auflegen. Ja, auflegen, genau. Okay. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Jo, tschüss. Und weiter geht es mit dem 23-jährigen Manuel. Guten Morgen. Hallo. Ja, hallo Domian. Ja, Manuel, hallo. Grüße dich. Ich rufe an wegen dem ersten Fall. Mensch, ich habe gerade gedacht, genau. 23, kann es ein Jurist sein? Nee, noch nicht ganz. Aber also, du studierst Jura. Ja, genau. In so, Düsseldorf. Also, wir erzählen nochmal den Fall für die Leute, die vorhin nicht da waren. Mhm. Anrufer Kurt hat mir erzählt, er hat Chatkontakt mit einem Mädel, von dem er nicht wusste, dass sie 17 ist.
gehabt. Und dann hat er ihr ein anzügliches, pornografisches Bild von sich selbst, also von Kurt, hat diesem Mädel das geschickt. Dieses Bild hat der Vater von dem Mädchen, das Mädchen ist 17 Jahre alt, entdeckt und nun Anzeige erstattet. So, jetzt kläre uns auf, was ist da los? Darf man als Erwachsener, als Älterer einer 17-Jährigen ein Schweinefoto schicken? Darf man. Darf man? Also ja, ab 16 hat man ja eine gewisse Freiheit, ja, im sexuellen Bereich. Ja, so meine ich es ja auch zu wissen, deswegen war ich gerade ganz erstaunt. Genau. Aber warum? Aber weil die Eltern halt eine Aufsichtspflicht haben und auch eine Fürsorgepflicht haben. Mhm. Können die halt die Polizei anschalten, eine Anzeige schalten, solche Sachen. Ach so. Also. Ja, genau. Dem wird dann erst nachgegangen, aber in der Regel wird das dann auch fallen gelassen. Ich wollte gerade sagen, also, welche Chancen hat denn dann so eine Anzeige, dass es dann für den... Chancen hätte die Anzeige, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, ja? Chancen hätte die Anzeige, wenn sie nicht mit einverstanden wäre. Mit dem Foto? Ja, genau. Also wenn sie jetzt sagen würde, der hat mir das gegen meinen Willen geschickt. Genau. Der wollte mich damit belästigen quasi. Genau. Ah ja, wenn jetzt aber die 17-jährige junge Frau sagt, nee, ich habe das sogar erwünscht, das Foto, dann verflüchtet. Dann wird es fallen gelassen. Dann wird es fallen gelassen. Dann wird das Verfahren eingestellt, genau. Ja. Das liegt, also es ist zu erklären mit der Aufsichtspflicht der Eltern. Genau. Mhm. Dem muss dann nachgegangen werden. Ja. Sonst ist es doch richtig, dass man auch als Älterer mit einem Menschen ab 16 Jahren, sofern der andere das natürlich will, vorausgesetzt natürlich. Beiderseitigen Einverständnis. Natürlich, ja. Kann man eine Beziehung haben und kann auch Sex haben und das ist ja dann, ja. Ja, also da braucht er kurz sich keine Sorgen zu machen. Anders sehe es aus, wenn sie jetzt unter 16 gewesen wäre. Ja, das ist klar. Das ist klar. Mhm. Das ist klar. Ich glaube, dann. Er war natürlich auch leichtsinnig und hat nicht genau rausgekriegt, wie alt sie ist, ne? Ja, das ist halt das Risiko im Internet. Das ist das Risiko. Wenn sie jetzt wirklich zufälligerweise noch viel jünger gewesen wäre, obwohl sie älter aussieht, dann hätte er ein großes Problem. Ja, das ist halt auch das Risiko in der heutigen Zeit. Die Mädels mit 16, 17, die sehen aus wie 19, 20. Mhm. Ja, das stimmt. Ja. Aber so braucht er sich keine Sorgen machen. Da gibt es eine Anhörung. Was heißt Anhörung? Da sitzt man da und dann fragen die, was fragen die denn da? Weißt du das? Also halt jetzt fallbezogen ist das dann. Fragen gestellt, in welcher Beziehung die denn zueinander stehen. Ja. So Standardsachen, wie lange die sich kennen. Ja. Jetzt wollen wir mal hoffen. Dann wollen wir mal hoffen, dass die junge Frau auch, die wird ja dann auch befragt, ne, von der Polizei. Ja, genau. Dass die Wahrheit sagt. Ja, hoffentlich. Ne? Wenn die nämlich nicht die Wahrheit sagt. Genau. Dann hätte er ein Problem. Ja. Und dass der Vater quasi in dem privaten Postfach der Tochter da rumgestöbert hat, das hat für die Polizei keine Relevanz. Nee, überhaupt nicht. Das ist dann eine interne Sache, die muss die Tochter mit dem Vater klären. Genau. Ja. Also, man kann daraus lernen, dass man auf jeden Fall mit solchen Fotos sehr vorsichtig sein sollte. Das sollte man auf alle Fälle. Ja. Hast du schon mal sowas verschickt von dir? Nee, bis jetzt noch nicht. Kann ja auch passieren. Du chattest wahrscheinlich auch wild durch die Gegend, oder? Ja, ich habe Kontakt. Also ich bin ja im Studium und meine Freundin, die wohnt in Osnabrück. Ach so. Kontakt über Webcam und so, aber da gibt es dann keine Schweinereien. Auch nicht über Webcam? Nee. Bietet sich ja auch an, wenn die Freundin nicht in der Nähe ist, dass man mal so ein bisschen fummelt über Webcam. Würde sich anbieten, aber heute aufs Wochenende ist immer da. Ist ja auch nicht jedermanns Sache, vor so einer Cam da rumzumachen. Genau. Ja. David, ich danke dir für deinen Anruf und somit haben wir eine Aufklärung jetzt noch gehabt. Finde ich sehr nett. Ja, freut mich, wenn ich helfen konnte. Ja, also sehr gerne. Und ich weiß immer zu schätzen, dass wir so viele Fachleute hier im Publikum haben. Also wir brauchen immer nur eine Frage zu stellen und schwuppdiwupp, dann haben wir auch die Antwort. Vielen Dank und alles Gute. Ja, dir auch. Danke. Dankeschön, David. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik Uwe Petersen. Was haben wir morgen? Morgen ist Freitag. Morgen ist schon wieder Freitag. Mensch, morgen ist Freitag. Wie die Woche schnell vergeht. Mann, oh Mann. Also, Freitag natürlich auch wieder eine freie und offene Themen. Nacht, wer gerne mit mir sprechen möchte, ab 0 Uhr im Anrufen sind die Leitungen geschaltet und mailen rund um die Uhr. Und nächste Woche Mittwoch haben wir das Thema Ich lebe im Luxus. Ich möchte nächste Woche Mittwoch, ich sage es jetzt schon mal immer so zwischendurch an, ihr könnt euch per Mail dann auch schon mal anmelden für die Sendung. Nächste Woche Mittwoch möchte ich mit Luxusmenschen sprechen, die sehr viel Geld haben und die Luxus mögen, die Statussymbole schätzen, fette Autos,
schicke Uhren, tolle Kleidung und sowas. Das ist unser Thema nächste Woche Mittwoch. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht und freue mich und bin gespannt auf morgen. Bis dahin. Ciao.